brauche mal kurz die Map. Warte, geh mal kurz um. Na komm, was ist denn der Punkt? Das da oder was? Da sollen wir hinfahren. Ja, das sind ja nur die GPS-Koordinaten. Ja, und da sollst du was suchen. Und der Schuppen ist ohne Orientierung, dass du weißt, ja, ich bin richtig. Und dann fährst du weiter. Nee, ist es nicht. Ich dachte, da, von da aus sollen wir anhand der Map da hinfinden. Wer hat denn die Telefonnummer von ihm? Boah, ich check das nicht mehr. Ja. Genau, so ich habe das andersrum verstanden. Weil sonst kann ich einfach losfahren. Ja. Und hab. Macht ja gar keinen Sinn sonst. Nein. Sonst ist es genau doppelt so hoch. Ja, aber dann hätten wir am Schuppen vorbeifahren müssen. Da sind wir ja nie vorbeigefahren. Das ist ein Schuppen. Sind wir doch. Ja, jetzt sind wir hier, aber wir sind doch eben auf der Hinfahrt da nicht vorbeigefahren, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen, da vorne, das sieht aus, als wenn da was hält. Ne? Nein, die soll ja angeblich nichts sein, wurde ja gerade gesagt. Das war auch nicht. So, ich rufe Ramon mal an und ich mach mal auf Lautsprecher. Mach mal Quatsch aus. Das ist ja mehr öffentlich. Ja. Wir haben keinen Plan, was wir jetzt überhaupt machen sollen. Das ist schlecht. Seid ihr schon an dem GPS-Punkt? Ich dachte, wir sollen von dem GPS-Punkt aus dann zu dem Ort finden, den du eingezeichnet hast, ne? Genau. Genau, da sind wir jetzt. Ja. Und das ist ja die Scheune, oder soll da noch ein Punkt neben sein? An der Scheune sind Kreise aufgehängt. Siehste? Aha. Müsst ihr gucken und dann müsst ihr eure Nummer finden. Da hängen mehrere. Ja, hab ich doch gesagt. Ha, gut, dann haben wir es doch richtig. Alles klar. Ja, und dann müsst ihr zum nächsten Punkt. Und dann zwischendurch immer mal tanken fahren, ne? Und das sind die GPS-Koordinaten für den nächsten Punkt, ne? Ja, Punkt 2 sind die nächsten GPS-Koordinaten. Alles klar, gut. Okay. So, und das, die Koordinaten, die wir jetzt finden, ja, sind dann die auf dem zweiten Zettel, wo GPS dran steht. Und von da aus müssen wir wieder den Punkt finden. Da können wir aber auch direkt mit Google Maps hinfahren. Da oben an der Tür! Also ich hab's komplett anders verstanden. Der meint auch zu mir, der Punkt Schuppen hat gar nichts zu bedeuten. Da siehst du nur, dass du auf dem richtigen Weg bist. Guck mal, ich hab doch von ihm die vier Punkte gekriegt. Genau, von da aus sollen wir hier hinfinden, mit der Map. Hier? Also mein Navi sagt, wir müssen noch einen... Ja, die GPS-Punkte, die du bekommen hast, sind die mit GPS-Punkte auf der Map eingezeichnet sind. Und von da aus sollen wir dann selber hier hinfinden. Das ist die Aufgabe. Jetzt kriegen wir wieder GPS-Koordinaten. Von denen aus, das sind die GPS-Koordinaten von den Punkten auf Zettel 2, von denen aus wir dann auf den nächsten Punkt finden müssen. Ich lass mich du bist der Führer. Deswegen, ja, weil ich kann gleich bei der Fahrt mit dem Navi kann ich nicht machen, das ist scheiße. Aber wenn du die Map gleich nochmal rausholst, sobald wir die Koordinaten haben, können wir ja direkt das Ziel richtig eingeben. Das finden wir aber auf Google Maps. Koordinaten gekommen, hier. Weiß ich nicht. Ich bin hier, ich bin das zu viel für mich. Ich kann nicht, ob das die Idee kommt, dass wir hier hin müssen. Da hat er doch erklärt. Wer? Ramon, bevor wir losgefahren sind. Ja? Ja, und ich habe nicht mal zugehört. Ich habe mich mit dir unterhalten und weiß das trotzdem. Habe ich nicht verstanden. Der hat mir das alleine nochmal erklärt. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht so verstanden. Zumal, wenn hier einer gewesen wäre. Da ist ja noch keiner. Die fahren ja andere Touren. Habt ihr gefunden? Ja, genau. Jetzt nimmst du alle Ringe mit. Genau, wir verstecken die anderen Ringe. So, und jetzt, wer hat ihr gescheites Google Maps? Super. Die Koordinaten, die auf diesem Zettel stehen, jetzt. Nein, bitte. Ach so, und das ist der Beweis, dass wir hier waren. Genau. Ja. Ah, okay. Pack den an. Die anderen waren noch nicht. Ja, ist doch. Oder wir schreiben überall eine 1, 2, 3. So. Wir waren wahrscheinlich woanders lang. Und da sind jetzt. Hier schon richtig hier. So, und da sind jetzt GPS-Koordinaten drauf, ne? Sind die anderen das auch direkt drauf? Sauber, Victor. Wir haben es geschafft, dass wir sofort finden. Woher kriegen wir jetzt die Koordinaten für Punkt 2? Da dürfen wir nicht so viel Spuren hinterlassen. Beim nächsten Mal. Besser ist das, glaube ich. Ja. Okay, ich rufe Ramon nochmal an. Das ist ein eindeutiger Hinweis hier, ne? Den wir da hinterlassen haben. Ja. Was hängt da? Kriegen alle Zettel weg. Alter. Das ist echt nicht das optimale Wetter für sowas. Hallo? Hi, woher kriegen wir jetzt die Koordinaten für Punkt 2? Hast du eine Gruppe drin? Wir haben ja am Handy. Ja, warum sagt das denn keiner? Das sag ich doch die ganze Zeit. Na gut. Licht einfach auf.
Was soll ich dazu jetzt auch sagen, ey? Mein Gott. Alter, ich bin mega kaputt von der Stimme und ich muss hier die ganze Zeit diskutieren, ey. Das ist nicht gut. Was ist los? Wirklich? Also sagt mein Handy ein bisschen. Ah, da, tatsächlich, okay. Hab ich hier, ciao. So, warte, Map, ich brauch die Map. So, wir haben jetzt, meine Güte, einen nassen Bildschirm, das funktioniert nicht. So, Punkt 2, wo ist die Map? Hab ich in der Hand, ich bin schlau. Fährst du jetzt da mit deinem Dings? Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier, wir sehen dieses Gewässer. Und das könnte doch, ist das das? Ja, das ist das linke, das rechte davon. Die Form passt ja. Ja? Findest Obwohl, du? Warte, das ist Google, hast du Google? Ja. Das ist Google, ja, dann müsste es gleich, dann müssten das beide sein. Das müsste passen, die Karte. Da haben wir jetzt gerade geschrieben, die Punkte der Reihe nach Abfahren und zwischendurch tanken. Und jetzt geht mein Handy aus, das war's. Hat er irgendwie einen Vertrag mit den Tankstellen? Ich bin raus. Ja, hätte man das vorher gewusst, hätte man richtig. Hätte man Powerbank, hätte man alles mitnehmen können. Ja. Handy vernünftig laden. Ja, ist so. Habe ich ja auch schon gesagt. Okay, ich finde den Punkt nicht. Hier ist eine Ortschaft. Das müsste ja Berge sein. Da müsste das da ja irgendwo da oben sein, aber ich finde da kein Gewässer. 20 Minuten später. Die Richtung!